Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Ich habe heute für euch wieder ein richtig leckeres, einfaches Rezept und zwar aus meiner geliebten Heißluftfritteuse. Und zwar machen wir heute zusammen eine leckere Hackfleisch-Käserolle. Eignet sich perfekt als Fingerfood, als Häppchen oder wenn es einfach mal schnell gehen soll. Das sind die ganzen Zutaten, die wir brauchen fürs ganze Rezept. Da kommt auch nichts mehr dazu. Und zwar brauchen wir Hackfleisch. Ihr könnt da Hackfleisch nehmen, was ihr gerne mögt. Rind, Schwein, Pute. Ich habe jetzt hier übrigens Putenhackfleisch. So, dann haben wir einmal Jufka-Blätter, Käse, Salz und Pfeffer und ein Ei. Als erstes wird jetzt gleich das Hackfleisch mit dem Ei vermischt. Gewürzt wird es natürlich auch noch. Und das Ganze wird dann mit dem Käse auf unseren Jufka-Blättern verteilt. Also zuerst der Käse, da kommen noch ein paar Jufka-Blätter oben drauf und dann das Hackfleisch zusammengerollt. Jetzt habe ich euch eigentlich in den ersten Minuten schon fast alles erzählt, wie es funktioniert. Ja, aber die genauen Angaben könnt ihr natürlich wie immer noch unten nachlesen und wir fangen jetzt mal an. So, die Hackfleischrolle habe ich jetzt soweit schon fast fertiggestellt. Ich habe am Ende noch zwei extra Jufka-Blätter genommen, um die Rolle einfach nochmal zusätzlich einzuwickeln, um dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Jetzt habe ich vorhin ja schon gesagt, es kommen keine weiteren Zutaten hinzu. Es tut mir leid, aber ich habe mir noch etwas Sesam genommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, meine Jufka-Rolle wird jetzt erstmal mit etwas Ei bestrichen. Also das Ei vorher ein bisschen verquirlen. Mit Ei bestreichen, dann kommt der Käse oben drauf und Sesam. Und dann kommt das Ganze, die Heißluftfritteuse, und wird schön goldbraun gebacken. Ich habe mir meine Heißluftfritteuse jetzt nach vorne geholt. Falls ihr die noch nicht kennt, das ist die AF500 von Ninja. Das ist mein Lieblingsstück in dieser Küche. Sie unterstützt mich wirklich tagtäglich, hat ordentlich Power, erspart euch Stromkosten und es ist einfach deutlich schneller fertig. Das heißt, ihr müsst keinen Backofen vorheizen, was ja auch immer sehr viel Zeit wegnimmt. So, hier haben wir einige Funktionen. Max Crisp, Heißluft frittieren, garen, braten, backen. Garen übrigens ist auch richtig genial. Falls ihr mal einen Hefeteig machen möchtet, hier bei 35 Grad hinein und dann geht es einfach schneller. Der Teig geht schneller auf, wird schön fluffig und ja, wie gesagt, nochmal Zeitersparnis. Jetzt kommen wir mal zum Inneren. Wir haben hier eine richtig große Fläche. So, vorsichtig, meine Rolle. Das sind 10,4 Liter. Wie ihr sehen könnt, sind das zwei Fächer. Tada! Und jetzt haben wir einfach ein großes Fach. Das heißt, hier passt ordentlich was rein. Wir haben sogar mal eine Gans da drin gebacken. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, schaut mal da vorbei. Ist auch echt richtig cool. So, und da kommt jetzt meine Rolle hinein und wird jetzt goldbraun gebacken. So ihr Lieben, unsere Hackfleisch-Käseschnecke ist jetzt fertig oder eher gesagt Rolle, nicht Schnecke. Ja, die war jetzt 20 Minuten erst bei 160 Grad drin und dann nochmal 20 Minuten bei 150 Grad, damit sie auch von innen schön durchbrach. Ja, und wenn euch das Rezept gefallen hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben und abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Cooking with Daily Family Stories. Macht's gut, tschüss!